Zierpurzel ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer, existiert seit der 4. Spielgeneration und kann sich zur Zierpeise weiterentwickeln. Zierpurzel ist ein recht kleines, grillenähnliches Pokémon mit einem runden, rötlichen Körper. Unter seinem Kopf befindet sich ein Kragen und seine helle Bauchfärbung erinnert an ein Hemd. Über der großen, runden Nase befinden sich zwei kleine Augen und an der Stirn besitzt Zierpurzel zwei schwarze Fühler, die am Ende eingerollt sind. Die zwei Hände sind einfach zwei runde, schwarze Knollen ohne Arme und die zwei Füße sind kurz und dunkel gefärbt und seine Shiny-Form ist eher gelblich gefärbt. Es nutzt ausschließlich Attacken vom Typ Normal und Käfer, darunter unter anderem Tackle, Heuler oder Käfertrutz. Seine Fähigkeit ist Expidermis. Expidermis sorgt dafür, dass eventuell seine Statusprobleme geheilt werden. Seine mögliche versteckte Fähigkeit ist Angsthase und Angsthase sorgt dafür, dass die Flucht vor wilden Pokémon immer gelingt. Zierpurzel ist friedfertig und bisher ausschließlich in Sinnoh, Kanto und Paldea wild anzutreffen. Dort kann man es im Gras und auf grünen Flächen herumtollen sehen. Während sich zwei von ihnen unterhalten, benutzen sie Zierper-Pokémon ihre Antennen, um sich zu verständigen. Dabei schüttelt Zierpurzel seinen Kopf so, dass die Antennen aneinander stoßen. Diese Geräusche hören sich an wie Xylophone. Zierpurzel ist durch seine kurzen Beinchen eher unbeholfen. Wenn es stolpert und hinpurzelt, klappern seine Antennen ebenfalls. Und jedes Zierpurzel weist dabei eigene Töne auf. Dabei ist es der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und kann sich beim Erreichen von Level 10 zur Zierpeise weiterentwickeln. Dabei wird es größer und schwerer, aber auch kampffähiger. Es bleibt musikalisch, denn Zierpeise kann schöne Rufe von sich geben. Und mit seinem Typen Käfer nimmt es halben Schaden gegen Kampf-, Boden- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Gesteins- und Feuerattacken und der Rest macht normalen Schaden.